aus dem Tourismusbereich kommend über IT hin zu ja, Ausrichterin der Peru Moda 2021 in Berlin. Ein breites Spektrum über Montevideo, Chile, München, Würzburg in Unterfranken nach Berlin. Das ist mein heutiger Gast. Und wer es ist, verrate ich euch gleich. Erstmal schön, dass ihr dabei seid in Deutschland, Peru oder sonst wo auf der Welt beim ersten Podcast zu Peru und Deutschland der Menschen interviewt, die beide Länder dort zusammenbringt. Ich bin Holger und führe euch heute wieder durch diesen Podcast und denkt daran, teilen macht Freude und Freunde. Ja, wie gesagt, mein heutiger Gast, ganz vielseitig und ich freue mich sehr, dass das heute klappt. Ich begrüße herzlich Cecilia Fuentes Ibarburu. Hallo, liebe Cecilia. Hallo, lieber Holger, vielen Dank für diese Gelegenheit. Was ist so dein Hintergrund? Wie hat es alles ineinander gegriffen, dass du die Peru Moda 2021 in Berlin ausrichten durftest mit peruanischen Modedesignern? Also zuerst, das kommt schon aus der Kindheit, da ich sehr an Kulturen interessiert war. Und dann die Suche nach einem höheren Sinn. Ich fand das in Geschichte, in Philosophie, allgemeinen Kulturen. Und dann habe ich in meiner Familie auch gewisse Ahnen, die mich nach Peru zurückführen. Von meiner Urgroßoma. Die Region Nordchile, Iquique, die war damals von Peru. Dort ist mein Vater geboren. Dann zweitens, wir sind in Südamerika, die Frauen werden viele Kunsthandwerk in der Schule gelernt und ich war immer fasziniert von Wolle. Ich habe gestrickt und dann habe ich diese Alpaka-Wolle entdeckt, das fand ich unglaublich toll. War damals, ich sage vor 30 oder 35 Jahren in Chile noch nicht so verbreitet, aber für mich war eine sehr tolle Entdeckung und ich dachte, da liegt sehr viel Potenzial. Und das hat gefügt, dass ich mich für die peruanische Kultur interessiert habe und was letztes Jahr geführt hat, ich wurde angefragt, ob ich mit unseren Plattformen unterstützen könnte. Und dann hat mich sehr gefreut, in allen Stolz die ganzen Marken an der deutschen Markt zu zeigen und dort veranstalten. Sehr schön. Was hast du für eine Plattform aufgebaut, Cecilia? Also seitdem, was sie, er besteht aus mehreren Teilen. Es ist im Prinzip eine Agentur, deren Mission ist, das Beste aus der lateinamerikanischen Kultur und Produkte in die Welt, globale Welt zu positionieren. Ich habe auch Industriedesign studiert in Chile und in München und ich merkte, dass es an Brands sehr, sehr wenig bekannt ist in die Welt. An Stoffe, jein, zum großen Teil noch nicht entdeckt ist. Und besonders Peru hat eine sehr starke Fashion-Industrie. Und muss ich nochmal an deine Frage zurückgehen. Ja. Ja. Was Ja. so hinter der Plattform South Ja. an sie, Genau, sorry, was da alles zu bin nur erwarten zu ist. Peru-Moda gegangen. Okay. Ja, also das hat so angefangen. Auch 2009 habe ich mal von meinem damaligen IT-Unternehmen getrennt. Und dann bin ich zurück nach 10 Jahren in Deutschland, Chile zurückgegangen. Und da habe ich recherchiert, was es gab, was könnte ich bewirken mit meinem Know-how und Erfahrung in Deutschland. Und dann wurde ich angefragt von der Fashion Week, ob ich mitorganisieren könnte. Und während dieser Recherche und Entwicklung dieser Fashion Week in Santiago 2009 habe ich gemerkt, dass es sehr viel Potenzial lag und das sollte in die Welt wieder positioniert werden. Ich habe viele Institutionen gefragt, wie sie das in die Welt positionieren und ich merkte, da fehlt diese Brücke noch. Und dann dachte ich, ja, okay, ich übernehme diese Mission und dann baue ich eine Agentur, die diese Brücke baut aus Deutschland. Dafür habe ich mehrere Module gebaut zwischen stationäres Handel, das
Dieses stationäres Handeln bedeutet auch, dass wir auch Events veranstalten, dass wir immer Experten bringen, dass die Produkte auch einen Erklärungsbedarf haben, auch die Erfahrung in situ bedürfen, also was ist zum Beispiel in dem Fall von Peru, Alpaka-Wolle, sensorische Anfassung des Materials. Das zeigt viel, das erklärt viel mehr als nur Worte. Dann habe ich ja, weil diese IT-Hintergrund habe und Industriedesignerin bin, dann habe ich damals 2009 angefangen, den Online-Shop zu konzipieren für B2C und B2B für ganz Europa zu bauen. Und damals war noch nicht so, jetzt mit Corona, es hat sich beschleunigt, der Online-Handel. Aber damals war nicht so verbreitet. Und ich hatte die Vision, dass die Welt wird immer digitaler. Das war einfacher, auch sich zu verbreiten, Informationen zu verbreiten. Und die Kombination, diese hybride Kombination, war perfekt, um Produkte zu positionieren. Und durch diese Erfahrung konnte ich auch an anderen Firmen auch beraten, weil diese direkte Kontakt zu Kunden durch Fragen, Anfragen, ich wusste nicht, was sie überhaupt wussten oder nicht von Lateinamerika, von solchen Produkten, war sehr viel Erfahrungs- und Informationswert für uns. Und die Fashion Week in Santiago de Chile, das war Peruvian Fashion Week oder ist eine chilenische? Das war die chilenische Okay. Fashion Week, aber ich habe das zusätzlich damals konzipiert, dass es sollte während der Fashion Week auch, dass die Urtextilien gezeigt werden und die Geschichte der Urtextilien, weil, was ich damals merkte, ist, dass der Textilbranche war abgestorben in Chile und es wurde stattdessen sehr viel Textilien importiert. Und somit ist ein bisschen die lokale Verbindung zu den lokalen Kunsthandwerker, die lokalen Fabriken verloren. Und ich dachte, wir müssen wieder zurück an unsere Wurzeln gehen, weil die gibt's. Und es wurde wenig Wert damals gelegt. Heutzutage, denke ich, haben wir ein anderes Bewusstsein entwickelt, aber wir mussten durch mehrere Prozesse gehen. Und das war so konzipiert. Die Peru Moda 2021 in Berlin. Wie Ja. viele Designer aus Peru waren vor Ort? Wie war die Resonanz? Welches Rahmenprogramm habt ihr da organisiert, Cecilia? Also der Rahmenprogramm kam direkt aus Peru Moda in Peru. Sie haben das auch hybrid konzipiert. Wir waren ein Ort von den mehreren Standorten in die Welt, wo sie die Waren gezeigt haben. Da war Dänemark, da war Buenos Aires, da war New York auch dabei. Und wir hatten 25 Marken gezeigt. In dem Programm waren auch Seminare über Nachhaltigkeit und über die Herstellung von Alpaka-Wolle und wie werden die Tiere auch behandelt, weil das weiß die Masse nicht auch. Am Anfang ist es erschreckend, man denkt, oh mein Gott, ein Baby-Alpaka wird getötet, ist es aber nicht so. Es ist auch sehr, so wie ich verstanden habe, sehr verbunden mit dem Umgebung und mit den Menschen. Da gibt es eine Beziehung, eine besondere Beziehung zwischen Tier und Menschen auch. Und deswegen die ganze Geschichte ist in ein Paket sehr interessant von Anfang an kennenzulernen. Und dann wurden Modenschulen angesprochen, eingeladen aus Berlin. Und natürlich kamen auch Einkäufer aus mehreren Läden aus ganz Europa. Das war ein viertägiges Programm. Da war der Botschafter dabei, da war von Peru natürlich mit Pix Gordon, ein toller Leiter. Aus Hamburg und sehr proaktiv, muss ich sagen, großes Lob. Also war ein tolles Team, muss ich auch sagen. Für mich war eine Lernerfahrung, auch mit denen zusammenzuarbeiten, weil ich denke, da gibt es noch viel mehreres zu entdecken, wo ich noch nicht so weit bin sogar. Aber diese Erfahrung hat uns, diese Zusammenarbeit hat uns auch viel weitergebracht. Und aus den einige Designer sind schon in Deutschland ansässig, zum Beispiel Marisa Fuentes mit ihrer Firma Magu.
Es gibt auch mittlerweile tolle Designer. Also es ist nicht nur, dass Peru nur der Stoffe produziert, sondern er hat auch tolle Designer in sich, tolle Köpfe, tolle Künstler auch. Ja, also 4 Tage, 25 Marken. Marisa Fuentes hatte ich in der Tat schon mal im Podcast bei uns, hat dann Geschichten erzählt von ihrer Geschichte, und das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich mit den Entwicklungen in Deutschland, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz oder auf europäischer Ebene mit auch immer wieder durch, mit dem Fokus Textil, ein großes, großes Thema. Wie bewertest du da die Auswirkungen auf Peru, Cecilia? Oh, Peru ist schon durch einiges in die Welt positioniert. Also wenn man an Alpaka denkt, denkt man an Peru. Ja, da ist eine starke Verbindung. Das ist schon ein Markenzeichen der Tag. Was kann ich noch sagen? Ja, ist das auch durch die Gastronomie sehr stark geprägt. Und natürlich die Urkulturen. Im Bereich der Tourismus. Deswegen Peru ist es kein fremdes Land auch in Europa, denke ich. Peru hat eine sehr große Arbeit geleistet in dem Sinne. Ja, nochmal auf die Peru-Mode auch zu kommen, die 25 Marken, die Einkäufer. Hast du Informationen, wie dann die Reson also wie danach dann weitergearbeitet wurde? Also haben die Einkäufer Bestellungen ausgelöst? Konnten die peruanischen Marken ihre Produkte nach verkaufen, anbieten? Hast du da Informationen darüber erhalten? Leider noch zu wenig, aber ich denke, allgemein ist es, was ich beobachte aus meiner Perspektive, ist, bei Shows, bei Exhibitions und bei Messen, es fehlt die Kontinuität danach. Deswegen war meine Mission, dass wir als South Embassy eine kontinuierliche Exhibition oder die Kontinuität ermöglichen könnten. Für diejenigen, die hier Fuß fassen wollen. Und genau, was ich denke, das ist auch was deine Mission auch, was du übernommen hast, ist genau diese Kontinuität zu schaffen. Ja, es ist durchaus auch meine Beobachtung, dass wir sehr gute Unternehmer haben, sehr gute Produkte, und sie glücklich sind, in Deutschland gewesen zu sein und Ja. das für sie ausreichend ist. Und aus meiner Erfahrung heraus beginnt die Arbeit danach, das Follow-up, Ja. die Kontakte nachzufassen und zu pflegen und dadurch Vertrauen aufzubauen, eine Beziehung, weil in meiner Bewertung ist Beziehung und Vertrauen die Basis für ein Geschäft. Und ein Blick auf deinen Werdegang. Du warst in München, du hast es erwähnt, du warst kurz auch in Würzburg. Was hatte dich nach Unterfranken gebracht? Ja. Eigentlich war mein Weg nach Indien vor 22 Jahren geplant. Dort wollte ich mich über diese Kultur erkundigen. Bin ein Fan von Urkulturen. Ich finde, das ist heute auch zum Glück ein Trend auch, dass wir wieder zurück recherchieren und viele Quellen finden an Informationen, an Werte. Und das wollte ich unbedingt kennenlernen. Ist es aber war ein Zwischenstopp in Europa. Weil ich bin mit Freunden, habe ich diese Reise angefangen und es ist alles durcheinander gegangen. Am Ende habe ich meinen zukünftigen Ex-Mann aus Würzburg in den Alpen kennengelernt. Und dann hat er mich von dem Paradies erzählt und das war Würzburg. Von Essen, also ich finde die Gastronomie auch sehr, die fränkische Gastronomie finde ich auch toll. Und ich war begeistert durch seine Begeisterung und somit hat sich das Ganze weg geändert. Ich war noch nicht in Indien wie Kolumbus, aber ich habe eine andere Schätze entdeckt. Und dort haben wir gemeinsam diese Firma, dieses IT-Unternehmen gebaut. Er war damals Student, Informatiker. Und dann habe ich gesagt, irgendwann müssen wir in eine große Stadt gehen, weil ich bin kulturinteressiert. Und dann sind wir umgezogen. Und dort haben wir gemerkt, dass es so viel Bedarf gab, besonders in KMUs.
Damals war noch nicht diese webbasierte Lösungen, die heute überall gibt, sogar durch Apps. Es war alles offline programmiert und sehr teuer, sehr aufwendig. Und dann waren wir in der Sache etwas visionär. Wir dachten, okay, wir müssen nachhaltige Lösungen finden, erreichbare Lösungen auch für Kunden. Und das hat viele begeistert. Wir haben das ermöglicht, dass es auch preiswertige Lösungen in die Welt bringen. Wenn du auf das Thema Peru schaust und Mode und nach vorne schaust, gibt es da weitere Aktivitäten oder habt ihr in euren Shop auch Produkte aus Peru? Wie ist das? Ja, also wir haben sogar in dem Modebereich mit Produkten aus Peru angefangen, also mit Mode aus Peru, besondere bekannte Firmen, zum Beispiel die Firma Kona. Unerkennlicher durch seine sehr schöne Läden, sehr schöne Branding. Ich denke, war Pionier im Branding, soweit ich kenne, von Mode. Und somit habe ich hier mit diesen Produkten angefangen. Der Resonanz war gut. Am Anfang waren wir ein bisschen erschrocken von den Preisen, die Kunden. Aber durch den Informationsaustausch haben sie gemerkt, was im Wert liegt auch an diese Stücke. Wer Alpaka kauft, kauft ein Stück für Leben. Das geht nicht verloren. Das Material ist so treu und eigentlich ist es preiswert. Andererseits, weil Peru so reich auch in der Sache ist, war für mich immer Peru, was im Modebereich ist, bei uns sehr wichtig. Also die Entwicklung in den letzten Jahren im Luxusbereich, da gibt es auch Schnittstellen zwischen Europa und Peru. Und deswegen war für uns einfacher, damit anzufangen und das als Success Case zu zeigen. Ist es immer noch im Portfolio? Ja, sehr schön. Ja, in der Tat, Alpaka ist etwas sehr Dauerhaftes. Und was ja gut in die Zeit passt mit Nachhaltigkeit und mit, früher hieß es Secondhand, ich habe gelernt, heute sagt man Pre-Owned oder Pre-Love-Produkte, weil Ja. es einfach vom Branding her eleganter wirkt. Und als ich ein Interview las dieser Tage, da eingeschätzt wird, dass der Markt 10 bis 20% erreichen könnte. Werden wir sehen, liegt an jedem von uns ja selbst da auch mit, weil wir ja auch Teil der Konsumenten sind. Ja, vor allem, wenn man in Zukunft umweltbewusst sich als Konsument weiterentwickelt und dann Kultur auch fordern und Communities fordern. Da gibt es die Lösungen von Peru, finde ich ja extrem zukunftsorientiert. Und die sind es wert, die Welt zu zeigen und um zu inspirieren, andere Kulturen, die auch mit Textilien arbeiten, im Vergleich zu den Massenproduktionen, die in die Welt gibt. So langsam zum Schluss kommen, nochmal auch die Seite von dir, Cecile, die Seite als Unternehmerin. Was waren so deine größten Herausforderungen, die ein, zwei größten Herausforderungen in deinem unternehmerischen Leben? Und wie hast du sie gemeistert? Klischees, Klischees, Klischees. Okay. Erst als Frau, zweitens als Latina und drittens, was die Masse kennt, ist zu wenig. Also Lateinamerika ist eher bekannt für billige Ware oder sie glaubten, ich kaufe in Märkte für ganz weniges Geld und dann versuche ich hier ganz teuer zu verkaufen. Es gibt noch sehr viel zu tun im Bereich Information, Vermittlung. Am besten motivieren, die Kunden dorthin zu verreisen und die ganzen Herstellungsprozesse kennenzulernen. Dann ist die Wahrnehmung ganz anders. Ich denke, das wäre gut, auch diese Verbindung zu bauen, dass sie unbedingt nach Peru einzuladen. Sehr schön. Und nochmal auch der Blick als Unternehmerin, Cecilia, so der schönste Moment in deinem unternehmerischen Leben, der schönste Moment, wo du sagst, wow, hätte ich mir nie vorstellen können, dass das real wird. Gab Gibt es es da etwas?
Kunden, aber ich merkte, wenn die Kunden dann die Geschichten kennenlernen, dann gehen sie mit einer ganz anderen Energie mit dem Produkt heraus. Das bringt viel Freude. Also Sehr es ist ein Thema, der hat auch mit guter Energie zu tun. Gut mit. ja. So, am Ende hast du noch einen Tipp für alle zukünftigen Emprendedores, Entrepreneurs oder Emprendedoras, Unternehmerinnen. Gibt es noch einen Tipp, den du mit auf den Weg geben möchtest? Ja, also träumen, träumen, träumen. Nie aufhören zu träumen. Es ist alles möglich, sogar das Unmögliche. Peru hat viele Schätze, sehr, sehr viele, die noch nicht bekannt sind. Und es gibt jeder ist ein Ambassador von Peru in die Welt. Und selbst wenn wir jetzt gerade durch Krisen gehen, das sind genau die Chancen, wo wir Innovation entwickeln können. Das Gemeinsamtun, der Teamarbeit ist sehr wichtig. Deswegen ist es wichtig, auch Design, also die ganze Branche zu immer noch weiter als Teamwork zu sehen, strategisch zusammenhalten und auch viel Information von außen, also der Austausch ist sehr wichtig. Also wenn Sie einen neuen Markt erreichen wollen, dann muss man auch Augen öffnen, Ohren öffnen, viel Information wie möglich bekommen oder fordern. Ansonsten, die Welt ist offen, das Universum ist breit. Sehr schön. Die Welt ist offen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer in Peru, Deutschland oder sonst wo auf der Welt. Schöne Schlussworte von Cecilia. Schön, dass ihr zugeschaut habt, wenn ihr in YouTube wart oder zugehört habt in iTunes oder Spotify oder sonst wo auf anderen Podcast-Kanälen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Vielen Dank, liebe Cecilia, und Danke Grüße nach schön. Berlin. Gracias. Und Ciao. alles, alles Gute. Viel Glück.